Okay, krass. Ach, krass, das wusste ich gar nicht. Warte mal, was ist das? Boah. Mistviecher, ey. Nee. Da ist ein Gegner. Jetzt noch irgendwie kleiner machen. Aber was soll ich denn mit so einem Bein? Warum kann ich Beine sammeln? Nee. Oh nee. Hör auf. Ich möchte den nicht mehr. Geh. Ja, sehr gut. Was denn bitte? Oh ne, mit dem anderen kann ich dasselbe machen, oder was? Ach, hör auf. So, es wird Nacht, ich hab's mir gedacht. So, wir hausen heute hier oben. Hier fühle ich mich irgendwie noch so ein bisschen sicher. Machen wir hier wieder so eine Bude hin. Ich glaube, hier sollte ich ein paar Stöcke finden. Blatt. Das haben wir gehofft. Das Band der Gerechtigkeit, ja. Hey, moin, sind Ombi, ich grüße dich. Wären das jetzt Stöcke oder wären es keine? Oder warte, kann ich so einen Baumstamm? Einen Stöcker machen? Wir brauchen noch vier. Ist das? Okay. Es kann schon wieder nicht sein, dass es halt an diesem einen oder zwei, das war knapp, Essen scheitert. Ne? Warum hat er keine Lampe auf dem Kopf?
Fuck. Scheiße. Das war wirklich beschissen gerade. Oh ne. Das ist richtiger Mist. So ist es, OP. Komm schon. Ich will jetzt echt sagen, dass ich hier keine zwei Äste finde. Das ist eigentlich vielleicht du. Nicht wahr sein, dass ich hier keinen Ast finde. Nicht einen Ast. Ne, komm, das gönne ich dir nicht. Kommst du ganz schnell runter, mein Freund. Oh.
verknallen. Ja! Aufzuwachen, ne? Was geht, Bruder? Schon Tageslicht. Ich sehe Tageslicht, sehr schön. Das Ding ist, sterben ist eigentlich ganz chillig. Ich komme wieder nah an meine Base und habe ja meinen ganzen Stuff noch. Das heißt, ich kann hier dann erstmal wieder looten. Ne? So auf ganz entspannte Welle. Dann gönne ich mir erstmal ein Döschen. Und noch nicht mehr aus den immer wieder verschließbaren. Da kommt dann etwas raus. So, dann gönne ich mir so ein Schokoriegel. Und sieht der Tag doch gleich viel besser aus. So, wo war ich eben? Okay, war jetzt einfach straight Richtung Norden. Aber prinzipiell ist das egal. Ich wollte ja sowieso in eine Höhle. Es ging mir jetzt nicht um die eine Höhle. Diese Höhle habe ich jetzt zwar erforscht, aber da ist das Monster halt noch unten. Wie auch immer man es nennen möchte. Ob das ein Monster ist oder Hans-Dieter. Auf jeden Fall muss ich mir irgendwas ausdenken, wie ich diesmal gegen den vorgehe. Hier, das ist zum Beispiel etwas, was ich mehr nutzen werde. Diesmal. Weil mit meiner Axt kam ich da echt nicht weit. das war ja schon lächerlich, wie schlecht ich da abgeschnitten habe. So, gut. Aber ich denke... Es ist okay, wenn wir uns erstmal dann um die Höhle hier kümmern mit dem fetten Ocho da. Und das könnte auch noch hier etwa. Oder sind das. Das sind, glaube ich, Dingsterbauteile, ne? Elektrik. Ja. Kann ich ja nicht mehr, ne? So, warte, was konnte ich denn mit den ganzen Elektrik-Dinger bauen? Sprengstoff, ja. Okay, ich habe halt keine Uhr. Wo kriege ich denn eine Uhr her? Oder kann ich eine Uhr craften? Habe ich die eigentlich schon gehört? Oh ja. So, jetzt kommen wir mal in die Höhle.
liebe es tatsächlich, mit der Musik da rein zu starten, aber ich muss dazu sagen, ich muss mich aber ganz kurz konzentrieren, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wo ich lang musste. Die Spraydose habe ich auch diesmal nicht vergessen, ne? So, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich da runtergegangen bin, dass ich dann links musste. Das war nicht der Babynator. Das erinnere ich noch. Schon wieder in die Hose. Warum wollte ich hier nochmal rein? Ich weiß nicht. Eine Sache wollte ich nochmal nachgucken. Wo sind die Batterien? Was war das? Ach da. Ah, eine Taschenlampe? Habe ich eine Taschenlampe? Prinzipiell erinnere ich mich an die Stelle hier. Das stimmt, das geht auch, ne? Federn, ne? Aber auch mit Baumharz. Naja, blöde. Ja. Auf jeden Fall hier lang. Hab ich die jetzt gelöscht?
Timing der Feuerzeuge. So. Scheiße. Das hielt aber nicht ewig, ne? Ach, hier war das Lager. Gut, bin ich jetzt auch nicht so schlimm, das Lager kann. Ich mich da verlaufen gerade. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja. Mir alles. Oh, Pfeile auch. Pfeile sind sehr wichtig. Wimmern auch wichtig. Verglücksstößchen, wichtig. Die Axt habe ich schon. Bring mir nichts, hier nochmal mitzunehmen, ne? War das noch? Ich weiß, letztes Mal schon langsam, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach hier. Auch sehr wichtig. Das ist so ein bisschen sich ausrüsten für den Bossfight, ne? Ja, dann bin ich ja tatsächlich falsch gelaufen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo dann richtig war. In diesen Situationen darf auch nichts passieren, ne? Scheiße, ich bin die Hose voll. Tja. Also ich glaube, ich muss immer den Arm entlang, wenn ich mich richtig erinnere. Immer den Arm entlang. Mann, es ist Zahltag. Hey, hey. Ah ja, und den Bauleiterhut hier, den brauche ich auch noch. Ach guck, die kann ich tatsächlich gar nicht machen, ne? Wie frech. Was hier lang? Dann was dieses links. Jetzt müssten mir gleich schon kleine Kinder auf dem Boden entgegenkommen. Okay. Hier wollte ich aber jetzt nicht sein. Also doch, ich würde da lieber sein, aber... das war jetzt so nicht geplant. Gut, aber dann gehen wir wieder rein.
Wir nehmen mal alle Stöckermet, die wir finden. Jetzt nicht wieder unter Schlupf bauen muss. Also in Höhlen findet man die. Draußen sind sie bare Ware. Ah, das war's. Ich erinnere mich. Also ich hoffe, ich erinnere mich richtig, aber das war, glaube ich, hier. Wenn am Boden die Kinder zu sehen sind, dann muss ich Angst haben. Hier schon wieder nicht richtig. Also was heißt nicht richtig, ne? Falsch bin ich nicht. Glaube ich nur das Gerät, was ich sowieso schon habe. Hab ich auch schon. Das ist ja ein krasse Geräusch in diesen Höhlen, wirklich. Warte mal, habe ich hier drin auch eine andere Map? Ja. Ich bin hier doch durch so eine Nische gekommen, ne? Da denke ich. Ja. Ist das hier jetzt ein anderer Abschnitt? Nee. Man sieht halt nichts mit diesem Scheiß. Feuerzeug. Na, warte, da kam ich her. Ach, Zeithack. Gib mir dein Geld. Jetzt ist Stuff ist hier schon wieder respawned, ne? So, aber. Ich bin ein bisschen überfordert gerade mit der Map und der Höhle. Was hier? Oder war ich hier schon? Ne, hier ist ja ein Ausgang, oder? Ne. Ja, doch. Nee. Oh, ich tue mich echt schwer mit dem Weg gerade, ne? Ist heftig. Zeig mir die Map denn jetzt etwas Hilfreiches an. Nö. Baby. Doch, Baby Cave.
Das könnte sogar der richtige Weg gerade sein, aber das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Ja, okay, wir sind richtig. Da ist er. Ist das Ding jetzt tot? Hatte ich hier doch aus Versehen hingeschmissen, aber nicht angezündet, ne? Wir machen einfach mal ein bisschen Rabatz weiterhin. Hier liegen sehr viele Teile rum, Körperteile, unabhängig von den Kindern. Also ich habe das Gefühl, ich habe sie erwischt. Hier ist auch ein Seil. To-Do-Liste hinzugefügt. Okay, ich glaube, ich habe das Vieh getötet. Aber hey. Der hängende Höhle. Aber auch weiter. Okay, pass auf, wir gehen erst das Seil hoch. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich finde hier auch irgendwas. Und nicht irgendwelche Bierdosen. Das ist Hunger. Ja, Hunger ist gerade schlecht. Hunger lassen wir sein. Okay. Sieht schwer nach dem Ausgang aus. Nee. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist doch das erste. Ach, hä? Oh nein.
glaube, ich bin relativ nah an meiner Bude. Ja, dann hier. Ich habe ein bisschen die Orientierung so ein ganz kleines Stück verloren. Ja, okay, hier ist das Flugzeug. Was habe ich gemacht? Bin verwirrt. So, da hatte ich mal angefangen, so eine Butze zu bauen. Ich weiß auch nicht, warum er. Ich brauche immer noch 75 Baumstämme. Kriegen wir aber alles noch hin. Erstmal wird gepennt. Danach gibt es hier bestimmt wieder Vogelsteak. So. Oh, herrlich. Feuerchen. So, da haben wir schon zwei Rehe, die sich anbieten. Ich kann es erstmal ausbauen. Hab ich dich. So, machen wir uns wieder was Feines. Da hat sich wieder ein Reh hin verlaufen. So, aber wo war ich eben? Die Map ist echt super. Weil, ich sag mal so, der Boss, den wir da jetzt hatten. Der war jetzt ja schon, wenn man aus der Distanz einfach abgeworfen hat mit Dynamit. Klar, mit Dynamit ist alles leicht, aber war dann ja schon ein bisschen easy, ne? Also habe ich gut getroffen dann aber auch, muss man auch dazu sagen. Federn. Wie verhext mir diese scheiß Federn, ey. Ja gut, wenn du dich so anbietest, Bruder. Kann ich nicht anders. Bleib, Bambi. Ich liebe deine Mutter. So. Die Frage ist, wenn ich da jetzt nochmal reingehe, ich bin jetzt nicht die Map weiter, also die Höhle weitergegangen, ich bin wieder nach oben gegangen. Wenn ich jetzt wieder nach
unten gehe, ist denn das fette Ding da auch wieder da? Und ich hätte natürlich jetzt gerne den Eingang, den ich eben zum Rausgehen benutzt habe. Aber wenn ich den nutze und das fette Vieh ist wieder da, dann hänge ich da aber mit lichtem Haar. Ist das da links? Ja, wir probieren es mal so leicht nordwestlich. Oder ist das der Absturzort? Könnte auch der Flugzeugabsturzort sein. Weil, keine Ahnung, ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, knapp 5 Stunden gespielt oder vielleicht ein bisschen mehr. Und bis jetzt habe ich halt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist. Ne? Es gibt echt viele Höhlen, wo ich rein kann. Ich glaube sogar, dass die ganzen Höhlen miteinander verbunden sind. Was? Ja, einer vom Baum oder so, ne? Da ist die Patrouille. Die suchen wohl wen. Mich kann es nicht sein, weil ganz ehrlich. Es ist völlig Bordbanane. Es kann denen wirklich völlig egal sein, ob ich auf dieser Insel bin oder nicht. Was habe ich denn hier jetzt gefunden auf der Map? Ich stehe mittendrin. Weil nochmal da rein und nochmal den Gegner besiegen und dann weiterlaufen. Also, ich will den jetzt nicht nochmal besiegen. Bin ich ehrlich. Das war zwar eben super easy. Aber irgendwie ist das ja nicht Ziel des Ganzen. Gott, diese Geräusche. Dieses Scheißspiel macht mich so fertig mit seinen Geräuschen. Ich glaube, hier war ich aber nicht. Oh ne. Gott. Ich hab nicht das Geringste gesehen. Ey, ganz ehrlich, die Muddis, die sind echt nervig. What? Ich hatte jetzt nur ein bestimmtes Kontingent an Stunden oder an Malen, die ich sterben durfte. Okay, das wusste ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, wusste ich nicht. Also ich kann ja jetzt wieder den Spielstand laden. Von eben.
Aber das wusste ich nicht. Aber gut, dann müssen wir beim nächsten Mal in den Spielstand wieder reingehen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Bis dahin, Freunde, tschaußen.